Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pete's Meat kocht. Hallo. Wir beginnen heute mit einer World Premiere. Denn ich habe seit heute Mittag einen neuen Herd. Der ist komplett neu, da ist noch nichts drauf gemacht worden und einen neuen Backofen, weil der war kaputt. Bin mal gespannt, weil der Herd geht bis 9. Und mein alter ging nur bis 6. Das ist echt krass. Heute kochen wir eine Abwandlung von Mickels Lieblingsgericht, nämlich Falafel. Nur, dass wir nicht irgendeine Falafel kochen, sondern Maisfalafel. Die sollen dann so aussehen. Maisfalafel habe ich noch nie gehört. Das sieht ganz lecker aus vom Bild. Und das ist für 10 Personen. Ich werde mal einfach nur die Hälfte machen oder so. Dafür brauchen wir 150 Gramm Popcorn. Popcorn machen wir natürlich selber, das kaufen wir natürlich nicht. Ich habe Popcorn zwar schon mal gemacht, dafür hatten wir aber so eine Popcornmaschine. Für Popcorn brauchen wir Popcornmais. 10 Gramm Knoblauch. Knoblauch haben wir natürlich. Eine Chilischote. Koriander, ja, ich habe Koriander mal geholt. Limettensaft. Und dafür werde ich mal diese Limetten, die ich noch für diverse Getränke, die mit Milch gemacht werden. Mais aus der Dose. Speisestärke, Mineralwasser, ach ja, und Öl. Ja, brauchen wir noch? Ne, brauchen wir gar nicht. Ich habe extra, als ich bei Einkaufen war, habe ich extra, nachdem ihr in den Kommentaren alle geschrieben habt, Kümmel schmeckt gar nicht, also Kreuzkümmel schmeckt gar nicht wie Kümmel. Und deswegen habe ich Kreuzkümmel gekauft, aber da brauchen wir gar nicht. Machen wir mal Popcorn. Ich habe keine Ahnung, wie Popcorn geht. Ich hasse Popcorn. Aber das ist doch einfach nur Mais im Öl, oder? In einem Topf soll man das Öl erhitzen. Und in einem Topf... Oh fuck, ich wollte das so abwiegen. Oh, bin ich dumm, ey. Okay, also wir haben 50 Gramm Popcorn-Mais in dem größeren Topf. Passt der überhaupt hier drauf? Ja, passt. Was ist denn der Deckel da drauf? Ja, nicht mal ansatzweise. Was ist das überhaupt für ein Gericht? Wer findet Mais bitte so geil, dass man da direkt alles draus machen will? Ja, sieht gut aus. Und dann hauen wir das irgendwie in den Topf und hoffen, dass Popcorn draus wird. Und wenn nicht, dann ist es blöd. Oh, jetzt müssen wir warten, bis das heiß ist. Richtig heiß. Der meint richtig heiß. Wir haben doch schon mal Popcorn gemacht, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so glitschig war. Wann ist denn heiß richtig heiß? Das ist der Mais, 75 Gramm, die Hälfte. Rein damit. Ist jetzt schon heiß, richtig heiß? Hab ein bisschen Angst, dass hier jetzt gleich irgendeine Stichflamme passiert oder sowas. Ich sag einfach mal, das ist heiß, richtig heiß. Ich hab mir das jetzt irgendwie spannender vorgestellt. Gucken wir mal. Hier springt! Ah! Pack da mal einen Deckel drüber. Hab da irgendwie ein bisschen Schiss vor. Oh mein Gott. Oh, Gott. Oh, ich hab ein bisschen schlechtes Gefühl. Oh, scheiße. Hab ich was zum Ach. Nein! Oh, da riecht ja auch schon voll nach. Oh! Da ist gerade einer abgehauen. Nee, da puftet aber richtig ab. Was kann ich denn da drauflegen? Da fliegt mir doch gleich hier alles um die Ohren. Nee. Mit Schild und Schwert bewaffnet. Au, 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 au! Ich meine, es riecht nach Popcorn, aber ich sehe kein Popcorn. Wie viel wird denn das? Das nimmt ja viel mehr an Volumen zu. Uiuiui. Ach komm, mach doch nicht so einen Scheiß hier. Hier ist so ein Video. Aber die haben da Popcorn-Mais. Ist das was anderes? Wie sind die denn so schwachers? Anni hat mir Popcorn-Mais mitgebracht. Der wird immer voller. Ich stelle mal zur Seite. Das war Wahnsinn! Ich bin richtig ab. Das war aber auf jeden Fall richtig. So muss das nämlich gemacht werden. Das sieht aus wie Popcorn. Das wird. Fenster auf. 70 Gramm, sind 20 Gramm mehr geworden. Also durch das Öl ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer. In dem Rezept brauche ich 150 Gramm Popcorn, was aber genau passt, denn ich wollte von allem die Hälfte machen. Ich glaube, das ist sehr viel, deswegen mache ich von allem die Hälfte. 100 Gramm Popcorn, also ich würde jetzt so, wir haben 75 Gramm gemacht, also genau die Hälfte. Also würde ich jetzt auch gucken, dass wir hier so 50
Was? Was? Wird das weniger? Einen Mixer haben wir hier und was reimt sich auf Standmixer? Standwixer. Beschreibung von Jay. Aua! Was ist das? 100 Gramm? 100 Gramm? Scheiße, ich hab doch gesagt, da rein. Oh oh. Oh, Mensch, gut. Das war doch kein Popcorn, oder? Was ist das denn? Nee, das ist kein. Also, das ist nix. Das ist nicht von dem Popcorn. Okay, wir hexen mal die erste Runde Popcorn. Das ist ja cool, das fällt ja gar nicht auf. Was ist denn das für ein Kackgericht? Schatz, die kann sich doch bestimmt zu sowas gut eignen. Und jetzt, das da drauf? Genau. Und wie fange ich jetzt an damit? Power. Das ist ganz schön viel. Oh. Oh. Alter! Krass! Das ist so ziemlich Popcorn-Mehl, würde ich sagen. Da ist so riesig der Schnee. Das ist echt Schnee. Der Bram fände das, glaube ich, ganz geil. Okay, während meine Popcorn-Maschine schon noch läuft, versuche ich schon mal das andere zu machen. So, wir nehmen mal den Mais. Den sollen wir abtropfen lassen. Ja, das kriegen wir hin. Oh. Da ist ein bisschen was reingefallen. Mhm. Das ist Zuckermais. Jetzt sollte das ungefähr passen von der Menge ab. Ich bin ja ein bisschen, ja, schon ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt, sage ich jetzt mal. Weil Christian sehr klug war beispielsweise und sich die kleinen Küchenhelfer dazu genommen haben. Genauso wie Sebastian mit seinem komischen Zwiebelmaschinchen. Und ich habe das ja hier auch. Und heute werden wir mal den Thermomix richtig gut benutzen. Aber dafür muss ich erstmal den kleinen Scheiß hier loswerden. Mag Jay eigentlich Knoblauch? Korianderblättchen, habe ich mir mal ein Tütchen gekauft, beim Händler meines Vertrauens, weil das sehe ich nicht ein, immer so viel wegzuschmeißen, weil ich das so selten esse. So, fertig ist die Kiste. Ich will es aber auch nicht zu überkoriandern jetzt hier. Bevor ich hier nachher Koriander wegwerfe, mache ich, glaube ich, einfach alles da rein. Die 40 Gramm Koriander? Als ob ich da so viel Koriander reinpacke. Ich hasse Koriander. Koriander, Alter. Chilischote. Wie viel Chilischote ist denn das? Eine halbe Bird-Eye-Chilischote. Ja, woher weiß ich? Was sind das denn wieder für Mengenangaben? In dieser Phase, Freunde, wichtiger Tipp. Ihr solltet vorm Kochen auf Toilette gewesen sein und nicht jetzt müssen. Kochen ist für mich übrigens eine echte Entspannungssache. Fick dich. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr drauf, ne? Und der Mais. Der Mais, den haben wir hier. Das ist viel zu viel für mein kleines Mixerchen. Scheiße. Na, kommt der Mais da jetzt rein? Der Knoblauch und der Koriander, den gezuppelten. Also ich bin da irgendwie... Ist das der Endgegner hier? Ich esse sehr gerne Falafel. Ich kenne die aber nur mit Kichererbsen, also von Mickel zum Beispiel. Ja, der hat mir ein Rezept von seinen Falafeln da gegeben oder sein Falafelrezept. Dann macht man die mit Kichererbsen und nicht mit Mais. Das bin ich sehr gespannt. Die aus Kichererbsen, die habe ich am Wochenende noch gegessen. Ich kann auch einen Dip sehr gut dazu empfehlen. Vielleicht machen wir die ja irgendwann auch mal. Da meint man immer, aus so einer Limette, da kommt ja voll viel Saft raus. Aber das stimmt gar nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Wir haben gleich so einen Entsafter. Wiegt ungefähr 3 Zentner. Also eigentlich müsste der in Deutschland unter das Waffengesetz fallen. Das Geile ist, mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht, wie viel 3 Zentner sind. Und gib ihm. So, so. Sieht aus wie hingekotzt. Zentner sind natürlich 50 Kilo. Weiß doch jeder. Probieren wir mal hier diese Maismasse. Scharf. Dann tun wir hier noch natürlich das Popcorn drauf. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist doch viel zu viel. Boah, hier sieht es aus. Ich raste aus. Also, ich habe jetzt mal was überlegt. Das ist im Endeffekt mein Popcorn. Aber, ist auch lecker. Bevor ich das wegwerfe, habe ich mir gedacht, packe ich das einfach damit rein. Das wird schon passen. Probieren wir doch mal das neue Produkt, etwas außerhalb des Rezeptbereichs, aber bestimmt trotzdem geil. Das schmeckt gut. Das schmeckt sogar sehr gut. Geil. Könnt ihr so weglöffeln.
Salz brauchen wir 7 Gramm Meersalz. Wie viel ist denn hier drin? 40 Gramm. Ich habe irgendwie das Gefühl, der kriegt das nicht mehr mit. Jetzt kriegt die Waage das nicht mehr mit, weil das Popcorn so fluffig ist. Wenn das 40 Gramm sind, ne? Dann sind das hier 20 Gramm, die Hälfte 10 Gramm. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr als die Hälfte. Die Masse mit Speisestärke, Popcornmehl, Limettensaft und Salz mischen. Ja, das ist, da kommt auch 90 Gramm Speisestärke rein. Aber wie viel Prozent machst du das denn hier? Weiß ich nicht. Selbst für 10 Personen. Echt jetzt? Ja. Oh fuck, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist doch mega viel an Speisestärke. Jetzt sieht es wirklich ein bisschen matschig aus. Also ein bisschen Speisestärke baller ich mal mit rein. Komm. Ja, hier ein bisschen. Mal gucken, wie viel Saft wir da so rauskriegen aus so einer Hälfte Limette. Ja. Das riecht immer so gut, ne? Oh. Ja. 150 Milliliter Mineralwasser. Und dann noch halt die ganzen Popkörner, was ich halt auch voll krank finde. Und dazu Salz. 15 Gramm. Zack. Oh nein! 15 Gramm ist ja für die andere. Ups. Das hätte ich ja halbieren müssen. Shit. Die sind doch total nass und das kommt gleich ins heiße Fett. Da habe ich aber in meiner Kindheit anderes gelernt. Geil, aus meiner Hand. Ich halte gleich einfach meine Hand in den Topf. Dann ist meine Hand frittiert. Ich habe jetzt quasi die Hälfte gemacht und die Hälfte ist eigentlich für 5 Personen. Aber das esse ich doch fast alleine hier. Habe ich die überhaupt angemacht? Ja, Tatsache. Diese Backoblaten, so sieht das aus. Das wird schon. Gut, also kleiner Tipp, ne? Zum Ab, nehmt einfach hier das Rost und es liegt hier falsch rum hin und da kommt dann Küchenpapier drauf, damit das nicht auf den Tisch sifft. Die Falafel im heißen Fett goldbraun backen, anschließend auf Küchenpapier abtropfen lassen. Alles klar, viel Spaß dann. Das ist zu wenig Öl. Ich hätte einen kleineren Topf nehmen sollen. Kleiner Tipp, nehmt nicht so einen breiten Topf. Sieht jetzt fertig aus, meiner Meinung nach. Du kriegst nichts zu essen, du musst nicht jedes Mal hier angehauen. Jetzt kommen, als wäre jetzt Weihnachten oder so. Joa. Hey, was ist denn da? Die fallen ja völlig auseinander. Was ist das für eine Kacke? Hey, das wird außen schwarz und innen weiß. Mal Zeit, die zu probieren. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Ja. Guten. Oh ja, die sind sehr fluffig. Hm. Knusprig von außen? Ich zeige euch mal kurz, was hier abgeht. So schaut's aus. Es ist echt. Es ist, glaube ich, ganz gut geworden, oder? Und fällt völlig auseinander. Ich probiere erstmal ohne Soße. Meine Freundin hat Spaß. Mhm. Schmeckt lecker. Besser als ich erwartet habe. Ziemlich lecker. Voll geil. Schmeckt wirklich lecker. Jailproofed. Trotz Koriander. Schmeckt gut. Ich habe es auch mit dem Salz ganz gut getroffen, zum Glück. Na, ist lecker. Kann ich empfehlen. Mach das mal nach. Aber ich glaube, die normalen Falafel von Mickel finde ich geiler. Riesensauerei. Ich glaube, so dreckig war meine Küche noch nie vom Kochen. Also für den Aufwand fand ich, hat sich das nicht so gelohnt. Also von uns gibt es einen Daumen hoch. Ich mache da jetzt mal ein paar mehr von. Kein Daumen hoch? Ich habe Sriracha-Soße. Von uns gibt es trotzdem einen Daumen hoch. Gerne weitere Ideen für Rezepte in die Kommentare. Es sollte nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Hat jetzt in dem Fall nicht geklappt. Aber hey. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut rein.